Wir machen den Schlüssel, tun wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, sonst müssen wir ihn halt wiederholen. Die starke flüssige Chemikalien packen wir da rein. Wir packen das da rein. Wir packen das Kraut hier rein, weil wir haben genug Medizin dabei. Und die Flintenmuni packen wir auch erstmal rein. Ich überlege gerade, ob wir den Schlüssel vielleicht besser mitnehmen. Beziehungsweise, warte mal, ich glaube, wir nehmen das Kraut, würde ich gerne einmal eins mitnehmen. Also ein einziges würde ich gerne mitnehmen. Weil wir ja gleich da unten diese Chemikalie finden. Und die könnten wir dann wiederum einsetzen, um uns noch eine Medizin zu machen. Nur vielleicht, falls wir es brauchen. Verstehst? Okay, ich speichere gerade nochmal. Hier. Skorpiontür. Ach, das ist die Tür. Okay, okay, okay. Die Tür mache ich jetzt mal noch nicht auf. Die lassen wir jetzt einfach mal zu. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Ich glaube, die Skorpiontür war hier oben irgendwo und die, nö. So, also jetzt wieder genug Tipps, ne? Jetzt, pst, in den Kommentaren. In den Kommentaren vor allem. Im Chat meine ich natürlich. So, ich hoffe, die respawnen jetzt nicht andauernd hier, weil wir haben echt sonst keine Muni mehr. Das wäre echt scheiße. Wenn die hier dauernd respawnen, das würde ein bisschen nerven. Nee, hier wollte ich nicht rein. Wo ist denn die Tür jetzt zum... Die war es nicht. Die war's. Die war's du. La da 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 da. Die war's du. Die war's du. Die Tür, die Tür, die war's du. Schatzfoto. Ey! Warte mal. Ich würde mir das gerne nochmal angucken, wa? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Okay, die Frage ist, was ist das für ein Kamin? Diese Kamine gibt es hier hundertfach in diesem Scheißhaus. Scheißhaus. Mistiges, kaltes Kackhaus. So, okay, hier haben wir das Ding. Jetzt können wir uns hier eine Medizin machen. Sehr gut. Und haben im Inventar wieder ein bisschen Platz wenigstens. So. Ah, okay. Wir müssen es ja tun, ne? Hallo. Oh. Die Store ist locked, ha? Passt nicht zu diesem Schloss. Natürlich nicht. Wann passt ein Schlüssel oder ein Dietrich schon mal hier zu irgendeiner Tür? Nie, gefühlt. Einfach nie. Einfach nie. Hier ist bestimmt bei irgendwas. Nein. Okay, okay, okay. Okay, okay. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch. Klar, ist der Anfang. Hier kommen wir jetzt hier doch noch nicht weiter. Müssen wir doch zu dieser komischen Skorpiontür. Was sollen wir finden? Ach, den Hundekopf, richtig. Den Verarbeitungstrakt. Wir haben eine Karte. Zerlegungsraum kommen wir noch nicht rein. Das heißt, wir sind hier Krematorium. Werkstatt. Das ist die Tür, glaube ich, wo wir gerade waren. Mit der Treppe. Werkstatt. 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 Okay, warte mal. Wir gehen mal hier weiter. Dann müssten wir... Genau, hier rechts. Und dann müssten wir gleich zu der... Werkstatt kommen. Genau, dann hier. Hier links. Und hier... Huch, hier links gleich. Die ist aber von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, es muss irgendwo einen Weg geben, um da reinzukommen.
Das Geräusche hier die ganze Zeit. Oh, da ist wieder eine Kiste, die können wir aufmachen. Guck mal. Ey. Ich überlege gerade, weil die... Ah, nicht wundern. Okay, okay, ich sehe es auch gerade. Hier sind gerade wieder ein paar Frames gedroppt. 1550 insgesamt. Müsste jetzt aber eigentlich wieder gehen. Oh. Okay, wie kriegen wir die scheiß Tür auf? Die kriegen wir gar nicht auf, oder was? Kann sein, dass ihr einfach mal refreshen müsst. Wie gesagt, das ist heute wieder Telekom-Time, ne? Also, gucken, wie viele... Ah, jetzt hat es keiner mehr gedroppt. Ne, sieht gut aus. Ist, wie gesagt, heute wieder Telekom. Telekom hat heute wieder ihre Tage. Da geht heute wieder einiges nicht. Aber müsste wieder gehen. Ja, also mehr gedroppt wurden nicht. Mehr Frames. So, hier oben kommen wir nicht weiter, da oben kommen wir nicht rein. Hier ist auch nichts. Da ist alles widerlich. Hier auch nicht. Hier sind wir gerade schon mal lang gegangen. Hier war aber auch nichts. Dann gehen wir kurz nach oben. So. Safe Room. Lass uns mal die Skorpion-Dings doch benutzen, vielleicht. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, benutzen wir ihn einfach mal. Das kann ja nicht schaden. Verstehst? So, die Frage, wo war denn die Skorpion-Tür nochmal? Ah ja. Ah ja. Okay. Ah, hier war der Vater irgendwo unterwegs, ne? Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Ja, oh, wahrer. Jetzt auch. Die Frage ist, wir gehen mal wieder hier lang. Wir gehen mal wieder hier lang. Die Frage ist, wie kommen wir da unten weiter? Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz. Ich speichere gerade nochmal. Ich mag den Fadi irgendwie. Echt? Findest du den gut? Also ich finde den jetzt nicht so gut, aber okay. Geschmäcker sind halt eben verschieden, ne? Das ist ja ganz klar. Man muss ihn mögen. Das stimmt. Hier waren wir auch schon, ne? Oder? Waren wir hier schon? Hallo? Ach ja, hier... Mann, ich vergesse immer, dass wir dann einfach wieder hier sind. Warte mal, wir müssen darauf achten wegen den Frames, dass da nicht noch mehr gedroppt wird, sonst muss ich leider kotzen. Das Ding ist, ich verstehe nicht, wie wir unten die Tür aufkriegen. Und wenn ich jetzt sage, ihr dürft mir gerne Tipps im Chat geben, ist das Problem, dass die meisten einfach die Lösung rausbrettern. Ohne, dass sie einem wirklich Tipps geben. Aber vielleicht muss ich mich einfach nur gut genug umgucken. Vielleicht ist es das. Ugh.
Vielleicht will ich mich aber auch gar nicht umgucken. Hier nochmal durchgehen. Gut genug umgucken. Okay, okay, okay. Ich hatte ja vielleicht gedacht, dass hier noch irgendwo was ist, wo der vorhin rausgegrabbelt kam. Aber ich frage mich nach wie vor auch, wie der da rauskam. Also es war ja echt ein Riesenviech. Und er kommt da einfach rausgeknöttert, weißt du? Gar kein Problem. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Ich versuche das jetzt einfach mal alles systematisch abzugehen und abzulaufen. Was haben wir hier? Das sind irgendwelche Anzeigen, irgendwelche... Warum legst du deine Hand da drauf? Lass das. Das sind Maschinen und die Maschine könnte dir wehtun, wenn du nicht aufpasst. Jürgen. Hast du mich verstanden, Jürgen? Da kommen wir ja auch nicht rein, ne? Passt nicht zu diesem Schloss. Aber wir haben den Schlüssel, diesen Skorpionschlüssel, nicht verloren. Das ist interessant. Und sofort fängt mein altes, rostiges Gehirn an zu überlegen. War hier noch irgendwo eine Skorpionentür? Ich glaube nicht, ne? Schade, dass wir hier nicht reinkommen. Wo sind wir hier denn gerade? Zerlegungsraum. Ich denke mal, dass dahinter dann irgendwie weiß ich nicht, der Schlüssel oder dieses komische Ding sein wird. Das schätze ich jetzt einfach mal. Okay, duschen ist auch nicht mehr. Bringt vielleicht auch jetzt nicht so viel. Ich glaube, wir fallen hier nicht wirklich auf vom Gestank her. Hört doch mal auf mit diesem scheiß Psychospielchen hier. Das ist doch echt nicht mehr lustig jetzt. Das ist echt nimmer lustig, gell? Hier geht's wieder nach oben. Ich will aber gar nicht nach oben. Ich will Pizza. King of Queens. Ach ja. Douglas. Wir kriegen den Nackedei-Kanal nicht. Der gute alte Nackedei-Kanal. Was war hier eigentlich nochmal? Ah, okay, warte mal. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Was hat das mit diesen... Hier muss es doch auch noch irgendwas geben. Ich meine, alle Leichendinger sind offen. Außer die von Travis. Das kann ja auch irgendwie nicht normal sein. Die Frage ist, wie kriegen wir die Butze hier von Travis auf? Naja, Travis ist verschlossen. Aber warum ist Travis verschlossen? Muss doch irgendein Rätsel sein. Können wir den nicht da reinschieben? Sag mal. Nee, geht nicht, ne? Travis einfach da zurückschieben, weißt du? Es muss irgendwas mit diesen Dingern hier zu tun haben. Die Frage ist nur, was? Craig. Ich überlege vielleicht gerade, ob man die irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge aufmachen muss. Sean. Tamara. Aber guck mal, hier ist eine blutige Hand drauf. Bei Craig. Und bei Travis und bei den anderen aber nicht. Wenn ich mal nur die hier aufmache, ne? Geht da die auch auf? Nein. Wäre auch irgendwie ein bisschen sinnlos gewesen. Kombiniere.
überlege gerade, ob wir da irgendwas reinschmeißen können oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen überfragt gerade, was man da noch machen könnte. Wir haben auch nichts, ne? Weißt du, ich spiele Amnesia nicht, wegen der Rätsel. Und jetzt sowas. Oh. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A? Und ein Handabdruck? Okay, Tamara für 3x A und der Handabdruck. Okay, was passiert jetzt hier? Alles klar. Oh, du hast immer eine ganz schöne Klaue bei dir, ne? Oh, muss nachladen. Hör mal auf. Danke. Tot? Tot. Okay. Aha. Sehr gut. Schlüssel für den fucking Zerlegungsraum. Alles klar. Und mal gucken, wie es zu dem Raum hier... Ah, hier ging es zu dem Raum, genau. Der Zerlegungsraum ist hier. Scheiße, wir müssen wieder zurücklaufen. Scheiße. Hier sind wir aber richtig, ne? Ja. Okay. Aufpassen, die können jetzt hier wieder jederzeit welche kommen. Auch wenn ich das nicht gut finde, aber wir haben fast keine Muni mehr, ne? Ist wieder sehr eng gerade. Hallo. Nice. Warte, was? Puh. Okay. Was haben wir hier? Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Du, mein Freund, wirst mir helfen. Toll. Und ich dachte, wir hätten den Scheiß jetzt, Mann. Das kann doch nicht sein. Warum hat er denn nicht schneller zugegriffen, ey? Das gibt's doch nicht. Ethan, du Idiot. Ethan, du bist aber auch ein Dulli, ne? Okay, wenig Munition. Können wir noch Munition herstellen? Nee, ne? Nee. Ja, let's go.
sieht das hier so nach Bossfight aus? Könnt ihr mir das mal sagen, bitte? Aha. Hier liegt eine ganze Sau, Alter. Armer Deputy. Oh. Also Bestes gegeben, ne? Er hat sein Bestes gegeben, nicht? Aber das war nicht gut genug. Tja. Oh. Na? Arschloch. Du kommst hier nicht raus. Doch. Au. Warte mal. Oh. Ich hab das Gefühl, dass dir das alles nicht so wirklich interessiert, ne? Oh. Hey. Au, halt. Hör doch mal auf. Ich mag dich, wenn das was in dir steckt, weißt du? Halt's Maul. Irgendwie interessiert es den alles nicht, ne? Wo war denn? Ist eine Kiste. Okay, das war unfair. Oh ja. Aua. Hallo. Komm mal auf jetzt. Ich hab nicht genug Platz. Scheiße. Ich hab auch keine Muni mehr, ne? Aua! Okay, warte mal, vielleicht? Fuck! Warte mal. Ist gar nicht mal so dumm. Komm mal zurück, Opi. Opi! Komm mal her. War das auf? Nee, scheiße, ich dachte, er hat die Tür aufgemacht. Okay, das klappt irgendwie nicht so richtig, ne? Das Ding ist, ich kann halt hier... Nee. Ich kann halt hier auch nichts wegschmeißen. Das ist doch bescheuert. Die Tür kriege ich auch nicht auf. Hä? Was soll ich denn hier machen? Hallo? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was wir hier machen sollen. Hey! Wie krass er nicht drauf ist, ne? Mal ganz kurz, ganz kurz in den Chat geschrieben. Klappt das mit dem hier stehen? Dass er die aufmacht quasi für uns. Weil wir können die hier jetzt... Ach doch, können wir... Hä? Jetzt geht's auf einmal. WTF. Au. Jetzt bleibt er mal ruhig. Okay, dann, das klappt nicht. Alles klar. Aber warum können wir auf einmal die Kettensäge mitnehmen? Das verstehe ich nicht. Nicht. Hä, wie immer ehrlich ist mit dem Ding.
Warum bist du so aggressiv? OP? Das gibt's doch gar nicht. Stirb einfach! Oh. Fuck, unser Ding ist leer. Komm, komm! Nein. Warte, wir müssen warten, bis er wieder genau den macht. WTF, Alter. WTF? Und bleib tot. Ich glaube nicht, dass der tot bleiben wird. Als ob der tot bleibt.